Weißt du, vielleicht solltest du Speedy nicht so viel Druck machen. Chill mal ein bisschen. Soll heißen? Ich finde, wir könnten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sieg oder Niederlage, ist doch egal. Es geht doch auch um unsere Freundschaft, oder nicht? Du hast mein Selbsthilfebuch gelesen. Ziemlich gut, hm? Ich meine ja nur, wir sollten uns alle Optionen offen halten, uns anpassen. Hab neulich eine Doku über einen Fisch gesehen, der zu Sand werden kann. Zu Sand? Ja, genau. Mutter Natur zeigt uns den Weg, Mann. Ich weiß zwar nicht genau, wie uns das hilft, aber ist okay. Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Und wir haben letztes Mal, ja, mal ein bisschen mehr Geld rangeholt. Wir haben 100.300 uns am Tag gesnackt. Sehen jetzt natürlich für die Nacht schon auf Stufe 5. Das habe ich aber recht bewusst gemacht. Wir wollen uns in der Nacht eigentlich gerade tatsächlich jetzt nur die Fahrzeuge abholen, die wir benötigen werden. Oder beziehungsweise die wir uns abholen können. Und ja, werden dann mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Wir haben doch noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld ranzuholen. 40.000 nochmal von diesem Speedrun hier. Speedrunnen. Und hier nochmal. Warte mal, Polestar 1. Okay, ja, nicht der krasseste Wagen, aber trotzdem ganz gut. Hier auch nochmal 18.000. Okay, also wir können auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, wir können ja nicht alle drei machen. Zumindest probieren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Event hier an. Aber damit wir das Geld auf Hand haben, was wir brauchen. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wir werden heute noch den dritten Qualifier machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Hast du angerufen? Nein, du hast mich angerufen. Okay. Tess? Alles in Ordnung bei dir? Was? Ja, nein. Passt schon. Ich bin nur wegen dieser Quali gestresst. Du packst das, oder? Ja, aber klar doch. Gut zu wissen. Wir sehen uns morgen. Klar, Tess. Ist echt alles okay? Hab ein paar schlechte Gyoza gegessen oder so. Okay. Okay. Wenn du das sagst. Ja, ich sag ja, irgendwas stimmt mit Tess nicht. Unabhängig von all den Sachen, die wir von Tess schon wissen. Sondern welche Richtung fährt die Corvette da vorne? Die fährt natürlich geradeaus und natürlich kommt da so ein. Mein Gott, ey. Wie kommt da so einer jetzt entgegen? Ja, dann fahren wir einfach mal hier kurz lang. Fahren dann hier runter. Ich muss gerade aber auch echt ein bisschen ausweichen. Na gut, das kriegen wir hin. Ich meine, ich bin Minesweeper-Profi und das ist im Prinzip nur Minesweeper mit Autos. Wenn wir ehrlich sind. Jetzt einfach gerade weiter, perfekt. Jetzt muss ich kurz ein bisschen Gas geben, dass der mich nicht sieht. Okay, nice, sehr gut. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Genau, das heißt, hier können wir 40.000 rauskriegen. Dann haben wir noch das Event für den Polestar, wo wir 32 Startgeld brauchen. Also mit ein bisschen Glück kommen wir hier mit dem Polestar raus und nochmal 8.000 Dollar. Und vielleicht noch das Takeover-Event, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, das noch zu fahren. Ja, das sind aber schon zwei, ne? Okay, ja, Verfolgungsjagd werden wir haben. Gott. Ja, das war super jetzt natürlich, dass der Cop da genau natürlich mitten im Weg stand. Richtig gut für mich. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie nach vorne aufholen. Ich meine, es rangiert noch ein bisschen, da haben wir auf jeden Fall noch alle Chancen. Damit du sein musst, der Dago da vorne geht halt echt ein krasses Tempo, leider. Und Lyric 600 ET ist auch nicht unbedingt langsam, aber. Naja, ich sehe sie zumindest da vorne. Wenn ich es gut mache, sollte ich da rankommen eigentlich. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Natürlich der Raptor schon wieder an, der mich nerven will. Ist Tess vielleicht ein Korb?
Könnt ihr aufhören, mit Autos nach mir zu werfen? Also ich mache ja bei vielen Sachen mit, aber jetzt wird's kriminell. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass Tess irgendwie mit den Cops zusammenhängt. Würde aber auch wenig Sinn ergeben irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Bin einfach mal gespannt, was da passieren wird. So, warte mal, wenn ich die jetzt an den drauf gebe. Der geht kaputt tatsächlich instant. Das ist gut zu wissen. Wenn ich den mit genug Schmackes hinten drauf hatte im Raptor, dann ist der instant kaputt. Nice. Interceptor hier. Mach die Straße frei. Ja. Okay, nur der Heli dran. Wenn nur der Heli dran ist, dann wird das keine Verfolgung. Okay, da ganz hinten ist eine Undercover-Einheit. Scheiße. Und so wie ich das Spiel kenne, ist genau der jetzt gleich noch an mir dran. In der Open World. Na gut, wenn nicht, dann ist alles fein. Ich meine, selbst wenn. Wenn ich nur eine Undercover-Einheit an mir dran habe, dann passt das per se. Gut, es war da vorne halt noch eine Corvette, aber die haben wir gerade nicht mehr, habe ich beschlossen. So ganz spontan. So, bitte keine Verfolgung. Keine Verfolgung wäre jetzt Best Case. Dann können wir direkt zum Polster runterfahren und können das hier ganz bequem zumachen. Nice. Bei der Polster ist, glaube ich, hier sogar relativ in der Nähe. Ja. Perfekt. Hey. Hey, Tess. Oh Gott. Alles okay? Klar. Wie wär's? Lust auf noch einen Job vor dem Rennen? Warum nicht? Ich schick dir den Ort. Warum tue ich das? Das... Eigentlich kann das nur schief gehen, aber hey. Wir machen es einfach mal. Hi, na? Ich finde das so witzig, dass die Straßensperre nicht auslöst, dass ich verfolgt werde. Das ist so witzig, tatsächlich. Weil das sind ja eigentlich normale Einheiten, die da stehen. Na gut, mich soll es nicht stören. Da ist noch ein Cover-Cop. Den habe ich gesehen. Warte, ich habe eine Herausforderung abgeschlossen? Ah ja, schaltet einen Undercover-Cop aus. Nice. Okay, nochmal 20.000, die wir hier rausholen können. Was fahren wir denn jetzt? Okay. Bitte sag mir, dass der ein sehr gutes Tuning hat. Aber Topspeed hat er nicht. Und viel hält er auch nicht aus. Und wir sind auf Heatstufe 5. Ich hab den Lotus. Ich bring ihn zur Übergabe. Super, sag mir danach Bescheid. Wie, keine Witze? Später vielleicht. Zentrale hier undercover. Wir sind vor Ort. Ja, das fürchte ich auch. Sonderwagen ist jetzt hier und rennt die von der Straße. Okay. Der Lotus fühlt sich ja gerade echt nicht so an, als würde der richtig krass abgehen. Straßensperre voraus. Das sollten Sie stoppen. Okay, gut verarscht. Jetzt Gas geben. Nice. Alle Einheiten. Sehr schön. Das lief perfekt. Ich meine, der Lotus ist nicht stark auf der Geraden, aber eine Kurve stark genug, dass man solche Manöver machen kann. Als ob genau da jetzt einer spawnt, natürlich. Keine Chance, dass der mich hier sieht, oder? Nee. Ja, fährt auch in eine ganz andere Richtung. Perfekt. Und da vorne gehen wir doch direkt jetzt ab, oder? Ich finde das frech, dass ich die ganze Zeit als Punk bezeichnet werde. Ich höre die Musikrichtung gar nicht. Naja gut, ist halt so. Das ist ja schick. Kann man doch safe auch hochfahren, oder? Oh ja, ich glaube, hier kann man geile Fotos machen. Abgeliefert, ohne Kratzer.
So nämlich. Hey, der... Genau, und jetzt haben wir noch... Polster. Kunde ist glücklich. Gute Arbeit. Danke. Also, was erzählst du mir heute Schönes? Nichts. Das war ganz simpel. Echt jetzt? So wolltest du das doch, oder? Diese Jobs haben nicht alle eine abgefahrene Story dahinter, Speedy. Nein, ich meine, alle außer einem, oder? Ja. Hab dich nie gefragt. Woher weißt du von all diesen Autos? Ach, so halt. Ich kenne Leute. Aha. Mhm. Bis nachher. Mhm. Ja, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Tess ist das größte Mysterium in Need for Speed. Sind keine Haustiere. Definitiv. Boah, okay, der Raptor, wenn ich den Frontal wegrahme, macht auch auf jeden Fall gut Schaden. Was werden Sie gegen die steigenden Lebenshaltungskosten tun, Stevenson? Damit meine ich keinen hippen Dinkelsauerteig mit Avocado. Sondern die Basics. Genug Essen, um eine vierköpfige Familie durchzubringen. Ich würde es auch gemein, bei Ihnen ein Häkchen gesetzt zu haben, wenn ich alt genug dafür wäre. Warum lebt er? Hören, überlegen Sie sich vielleicht nochmal, wen Sie wählen. Warum ist der jetzt nicht kaputt gegangen? Fuck! Zentrale, hier undercover, wir sind vor Ort. Ja, schwierig. Wir werden gerade gerammt. Undercover ist da. Das hast du dir aber auch selber zuzuschreiben, dass du gerammt wurdest. Ja, noch, ne? Okay, Erdgas. Ja, das war natürlich super. Menschheit, wir haben ein Problem. Okay, da drüben ist eine Tankstelle, da muss ich jetzt erstmal hin. Die Kurve hat er bekommen, wie man sieht. Nee, hast du recht, ich entwische gerade auch nicht. Das ist genau das Problem. Unterstützung ist auf dem Weg. Ich habe nur eine Undercover-Einheit gerade dran. Mehr nicht. Das ist richtig. Okay, und jetzt Gas geben. Ja, perfekt. So, jetzt nochmal das Event hier ansteuern. Eieiei. Okay, ich verstehe jetzt wirklich nicht, wieso der Korb nicht kaputt gegangen ist. Und der andere, dem ich vorhin drauf gefahren bin, schon. Das kann ich ehrlicherweise nicht so ganz verstehen. In 3 Minuten ist wieder verfügbar, okay. Gut, dann habe ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden, muss ich sagen. Das ist halt. So, das war ein Rennen hier, oder? Ja, genau, das ist ein reguläres Rennen. Ich bin gespannt, es wäre richtig witzig und eigentlich sehr cool, wenn der Polster der aus Heat wäre. Das finde ich ganz schick. Wir werden es rausfinden. Dein Geld gehört mir. Also ich werde zumindest versuchen, es rauszufinden. Wenn ich gegen die anderen hier gewinnen. Cops weichen aber auch wirklich ins Gelände aus. Die haben da mittlerweile gecheckt, glaube ich. Was ich vorhab. Die einfach instant rauszunehmen, bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, dass sie sich wirklich die ganze Zeit einfach selber ins Gelände schießen. Scheiße, da ist die Corvette schon wieder weg, 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 weg. So ungefähr stelle ich mir das im Polizeifunk vor. Okay, das Ring kenne ich aber auch noch nicht. Also vielleicht bin ich zwar am Tag gefahren, das kann sein. Tag, Nacht ist ja so ein visueller Unterschied, habe ich gehört. Ja, aber ich hatte jetzt ja schon ein paar Mal, dass ich ein Rennen am Tag gefahren bin, was ich in Nachhinein gar nicht mal erkannt habe und andersrum. Das ist ja einfach so.
Aber auch interessant, je schneller die Rennen werden, desto mehr fahren wir im Gelände. Warum? Niemand kommt so leicht an mein Geld. Alter, wackelt die Kamera, ist ja gut. Beruhig dich. Mann, 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 ey. Dass du einmal ein bisschen Offroad und die Kamera beschließt. Mann, Mann, Wackelkontakt zu haben. Ja, das ist die neue Definition von Wackelkontakt, wenn die Kamera wackelt. Nee. Welchen Druck? Also nicht, dass ich wüsste. Okay, wir haben gerade einen Interceptor dran. Und ein Undercover. Keinen Raptor. Das ist schon mal cool. Das könnte es mir gleich ein bisschen einfacher machen, wegzukommen, hoffe ich mal. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Polestar gewonnen. Das ist gut. 30.000 hat verloren, klar, aber 30.000 für den Polestar nehmen wir gerne mit. Okay. Das Ziel kollidiert ständig mit der Verkehrszentrale. Okay, ich fahre vor die Zielperson. Vielleicht kann ich den Wagen aufbremsen. Straßensperre. Wusste ich. Heiner? Okay, jetzt habe ich aber gerade ein bisschen aufgeräumt hier, ne? Da habe ich jetzt echt so ein bisschen aufgeräumt gerade. Jetzt sind da hinten natürlich direkt zwei gespawnt, die instant da sind. Okay, never mind, der Raptor ist weg. Der hatte gar keinen Bock auf die Verfolgung. Einer? Okay, wohin? Wo bin ich? Ich bin doch irgendwo im Süden gerade. Ja, perfekt. Einfach gerade weiter und dann durch. Nein, wir waren voraus. Gefällt mir nicht, wie das klingt. Da fahre ich mal außenrum vorbei. Ja, easy. Manchmal musst du einfach ein bisschen um dich prügeln. So, 50.000 gewonnen. Und ein Polestar. Den gucken wir uns erstmal an. Einfach, weil es wäre so cool, wenn es der aus Heat wäre. Einfach 1:1. Ich fühle mich sicher. Na, leider nicht, schade. Fühlst du dich sicher? Dann gib Bürgermeisterin Morgan Stevenson deine Stimme. Gesponsert von Penny Safes. Mit dem Safe kein Glück, dann Geld zurück. Wahnsinn. Ja, das heißt, wir haben jetzt den Qualifier vor uns. 100.000 müssen wir einzahlen. Mit 200.000 gehen wir raus wahrscheinlich. Die schmutzigen Geheimnisse der Bürgermeisterin gelangen an die Öffentlichkeit. Ihre Umfragewerte sind... Mit 200.000 gehen wir raus und mit dem GTR. Okay, let's go. Rein da. Die Corvette sollte mehr als genug sein. Ich wollte dir nur viel Glück wünschen. Oh, danke, Rydell. Ich muss nur als erstes über die Ziellinie. Hast du das Babypuder noch? Hat ein 1967er Mustang einen 289er Kubikzoll V8 Motor? Das kommt auf an, welches Modell. Und denk dran, überall und damit meine ich auch überall. Also so allgemein kann man das nicht beantworten. Aber gut. Yo, hab super Neuigkeiten. Egal, was heute Nacht noch passiert, wir haben es geschafft. Was soll das heißen? Komm nach dem Rennen zu mir. Diesem Team stehen bald ein paar neue Türen offen. Okay. Können wir endlich Pizzalieferanten werden? Wahrscheinlich nicht. Ui. Okay, das ist ein langes Rennen. Das ist ein sehr langes Rennen. Holy shit. Warum fahren wir mit dem großen Rennen an? Naja, gut. Soll mich nicht stören. Ja. Let's go. Der Gott ist der schön. Alter, ich will ihn unbedingt haben. Ach du Scheiße. Warum? Warum will man das? Na ja, gut. So, Gas geben.
Eiche. Ja, das wolltest du doch. Das ist die Kerl in ihrem 3-Fuß-Zelt ist aber auch nicht immer noch dabei, ne? Krass. NPD! Dann fällt dir jetzt auf, nachdem wir gerade an der Korvette vorbeigefahren sind. An alle Einheiten. Interceptor ist jetzt im Einsatz und unterwegs. Ja, schön. Wie lange noch? Zentrale? Interceptor hier. Wir sind raus. Oh, das ist ja bitter. So, ich wollte ihn einfach los haben. Habe ich irgendwelche Nebenziele eigentlich? Ah ja, schalte 5 Kosten in der Qualifikation aus, benutze während der Qualifikation keine Wiederholung neuer Versuche, das kriegen wir hin. Ja, und auf dem 8. Platz, das machen wir nicht. Bei dem Rennen würde es wahrscheinlich sogar gehen, weil das echt sehr lang ist, aber... Weiß ich nicht, muss trotzdem nicht sein, finde ich. So, musst du mal durch. Und wie gesagt, 5 Cops ausschalten insgesamt. Könnte möglich sein. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was Tess meint mit dem Team stehen neue Möglichkeiten offen. Ob sie danach wirklich einfach nur meint, die S-Rennen oder ob es wirklich eine. Auch was ganz Neues jetzt gleich gibt. Wäre interessant, auf jeden Fall. Zentrale, wir sind aus dem Spiel. Ja, nehmt euch aber halt auch nicht alle gegenseitig auseinander. Wie wär's? Okay, das Rennen ist doch... Ja, okay, also lang ist das Rennen schon von der Distanz her, aber nicht von der Dauer her, weil wir einfach auch hier die ganze Zeit jetzt mit 270 fahren. Kannst du vorn bleiben? Ja. Eigentlich in der Theorie nicht mit der Corvette. Ist ja nur eine Stingray, ist ja keine Z06 oder Z1, weil klar, Z1 gibt's noch nicht und Z06 haben wir nicht im Spiel. Achtung, links rum. Interceptor hier für ein bisschen Action. Ja? Zentrale, das Ziel hat uns gerade unschädlich gemacht. Tragisch. Ne, ich meine, der Vorteil ist ja, wie gesagt, ich muss das erste Rennen ja auch nicht gewinnen. Deswegen kann ich die Cops hier ganz gerne auch mal ein bisschen nerven. Und da einfach mal ein paar ausschalten. Meinen dritten Rennen kann ich da nicht so viel machen, tatsächlich. Aber das ist ein cooles Rennen. Auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass das so lang ist. Glaube ich auch, wenn man das irgendwann vielleicht so im Singleplayer fahren kann, dass das richtig viel Geld geben könnte auch. Ja, rum da. Da hast du mich gerade schon mal gefragt. Die Antwort ist ja. Streife leistet Unterstützung. Ja, du bist unter uns. Wo, was willst du? Oh Gott! Interceptor nimmt Verfolgung auf! Upsi. Okay, man bin ich nicht getippt worden. Ja, okay, wir gewinnen jetzt erst darin trotzdem. Obwohl wir es nicht mussten. Nice. Nice, nice, nice. Das heißt, wir haben natürlich die Pole jetzt fürs zweite Rennen. Das ist natürlich auch gut. So, Justicia und Maya ausgeschieden. Schade. Das sind noch die leichtesten Gegner für mich. Könnten wir das hinter uns bringen? Ich hab zu tun. Es steht jedem frei, einfach nach Hause zu gehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Die Straßen unsicher. Hinterher! Dass die Cops aber auch immer davon wissen, ne? Ich meine, ich bin ja eh geschockt, wie viele Streifen komplett hier rumfahren. Ich meine, allein ich habe schon 93 kaputt gemacht, glaube ich. Das Department muss ordentlich Geld haben, um das stemmen zu können. Hau rein. Wir müssen eigentlich gucken, dass Lyric und Medusa ausscheiden, weil die beiden im Finale als Konkurrenten zu haben, wären die schlimmsten Gegner, die ich mir aussuchen könnte. Okay, gut, danke, dass der mir eingerechnet wird. Ich habe viel dafür getan. Okay, das ist ein super kurzes Rennen. Und 2 Runden fahren wir hier, krass, okay. Kannst du vorn bleiben?
Ja, Eleanor fightet auf jeden Fall mit Bruiser schon mal. Lyricine war nicht weg, der wird da bleiben. Safe. Aber wenn zumindest Medusa vielleicht ausschalten würde, wäre damit schon mal viel getan. Oh nein! Ein Ford Explorer, was werden wir tun? Ich hab doch nur eine Corvette. Ey, weißt du, ich habe jetzt mittlerweile vier Cops schon. Ich habe nur zwei selber kaputt gemacht. Da, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Keiner. Dann haben wir das Ziel schon mal geschafft. Und ging da nochmal $4000 extra raus. Das heißt, wenn wir jetzt noch der Setzerin schaffen, ohne neu zu starten, dann kriegen wir nochmal $4000. Ich bin gespannt, ich glaube, das wird auch ein sehr kurzes Rennen sein, oder? Ja, das ist nicht lang. Ah, das können wir doch sogar, oder? Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Boah, du hast den Druck gut genutzt. Na, komm mal her hier. Das ist Lyric, der redet, dass ich bestimmt auch mal ein bisschen besser zuordnen kann. Oh Gott. Das habe ich im Multiplayer schon mal vergeigt, die Kurve. Aber 1:1 so, okay, das werden wir wahrscheinlich neu starten müssen, außer Lyric macht da vorne noch einen Fehler. Aber da muss er schon einen großen Fehler machen, weil ich glaube, durch reinen Fahrstil werde ich das nicht mehr aufholen. Da ist er zu weit vorne. Gerade so aus dem Windschatten halt leider raus. Ja, komm. Ich hab dich die letzten 27 Rennen, die wir gegeneinander gefahren sind, schon platt gemacht. Kannst du vorn bleiben? Undercover hier, wir machen das. Ja, komm. Das reicht. Ach du Scheiße, da kommen ja nochmal alles an Cops. Aber ist egal, das reicht halt wirklich noch. Oh Gott sei Dank. Richtig gut. Richtig gutes Rennen. Oh, nice. Weißt du, einfach nur für die $4000 wollte ich da jetzt nicht neu starten. Weil die brauchen wir auch, die 4000, das ist wichtig. 200.000 und den GTR bekommen. Und wir freuen uns alle über den GTR, ne? Das ist ein tolles Auto. Ha! Yo, was geht? Gratuliere! Hey, wirklich jeder hier will auf dich oder Jasmine beim Lakeshore Grand wetten. Und wie viel Geld setzen wir auf mich? Alles. Ha, guter Punkt. Ich schlag dir was vor. Wo ist Jasmine? Oh, hey! Hi. Was machst du da? Oh, du hast es ins Finale geschafft. Mach dich drauf gefasst, gegen mich zu verlieren. Ja. Das hier. Genau das hier will ich von euch sehen. Die Menschen lieben so ein Drama. Hm? Dank dir, Liebes. Ach, gern geschehen. Aber was ist besser als Drama? Ein überraschendes Ende. Was wäre, wenn keiner von euch gewinnt? Ha? Was? Zeit, euer Kriegsbeil zu begraben und euch zu helfen. Spitz die Ohren. Alec möchte, dass wir uns unterhalten, darüber, wie das Rennen ausgeht. Was soll der Bullshit? Nach allem, was passiert ist, mache ich mit der doch nicht gemeinsame Sache. Habt ihr vergessen, warum wir das hier tun? Der Kohle wegen. Ich meine, seht euch um. Richtig viel Geld verdient man jetzt mit Wetten. Wen interessiert's schon, wer gewinnt? Denkt doch mal nach. Wenn jemand von euch beiden als erstes ins Ziel fährt, dann verliert einer eurer Bosse einen Haufen Cash.
Und ihr wisst genau, was die vom Verlieren halten. Du verziehst dich lieber, bevor ich Alec von diesem Scheiß erzähle, Mann. Ich bin nur die Botin. Glaubst du echt, du kennst ihn wirklich? Als ob ich Scheiße reden würde. Verpiss dich! Das lief gut. Niemals nur auf ein Pferd setzen, was? Versau uns das nicht. Denk doch mal an Rydell. Zieh da bloß Rydell nicht mit rein. Wir sind fertig. Ich hab euch gesagt, wie das hier läuft. Ich öffne Türen, wir verdienen Geld. Das war die Tür, kapisch? Das war die Tür! Okay, der Twist ergibt noch nicht so hundertprozentig Sinn. Da muss noch ein bisschen was kommen, auf jeden Fall. Also das war letzte Nacht, was? Weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Tess oder diese ganze Szene. Rennmanipulation? Was für eine Scheiße. So sollte das nicht sein. Aber du hast ihnen Angst gemacht. Was heißt, du bist eine echte Herausforderung. Das ist noch nicht vorbei. So ist es. Wir haben eine 500.000 auf dem Konto. Damit können wir einiges anfangen, definitiv. Das heißt, nächstes Mal geht es daran, uns einen S-Plus-Wagen zu kaufen und diesen aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, was wir uns holen. Wie gesagt, ein paar Ideen habe ich ja schon mal geäußert. Ja, mal schauen, was daraus wird. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Deutsch mal unseren Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!